Großeinsatz in Wien-Leopoldstadt. Das von Aktivisten besetzte Haus in der Mühlfeldgasse 12, besser bekannt als Pizzeria Anarchia, wird polizeilich geräumt. Hubschrauber, Panzerfahrzeug, Wasserwerfer und mehr als 1000 Beamte gegen ein paar Handvoll Aktivisten. Wie viele Beamte tatsächlich vor Ort sind, ist unklar. Die genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt noch nicht beziffern. Auch wie viele Aktivisten im Haus sind, ist nicht genau bekannt. Unserer Einschätzung nach könnten es 50 oder mehr sein. Uns sticht beim Lokalaugenschein die Unverhältnismäßigkeit der Mittel ins Auge. Etliche Häuserblocks sind abgeriegelt, eine Hundertschaft Polizisten befindet sich vor der Pizzeria Anarchia. Warum eine derartige Überpräsenz? Es gab im Vorfeld konkrete Hinweise an die Polizei, dass hier von den Hausbesetzern schwere, massive Gegenstände in das Haus gebracht wurden, zur Gegenwehr, wie es hieß, darunter Ziegelsteine und Ähnliches. Es wurde auch befürchtet, dass Stromfallen im Haus errichtet worden wären, deshalb auch die große Anzahl der Einsatzkräfte. Seitens der Besetzer wurde im Vorfeld gewaltfreier Widerstand angekündigt. Das Haus wurde massiv barrikadiert, die Polizisten brauchten Stunden, um den Eingang frei zu bekommen. Ob die Eigentümer die Kosten für diesen gewaltigen Polizeieinsatz mittragen, bleibt juristisch zu klären. Die Castella GmbH, der Eigentümer des Hauses, hatte sich mit den Aktivisten selbst ein Ei gelegt. Um mutmaßlich die Mieter mit unbefristeten Mietverträgen aus dem Haus zu ekeln, wurde eine Gruppe junger Punks eingeladen, die leerstehende Pizzeria im Erdgeschoss zu nutzen. Der Plan ging nach hinten los, die Punks solidarisierten sich mit den Hausbewohnern. Das Ganze mündete heute in diesem Polizeigroßeinsatz.